Vier Jahrzehnte ist es her, dass Neil Armstrong den großen Schritt für die Menschheit gemacht hat. Am 16. Juli 1969 erfüllt die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA Präsident Kennedys Versprechen, dass die USA die erste Nation sein würde, die noch im gleichen Jahr einen Menschen auf den Mond schickt. Ein klarer Sieg im Raumfahrtwettstreit gegen die Sowjetunion. Ein Sieg, für den 8 Jahre und 25 Millionen Dollar gebraucht werden. Aber warum waren wir nie wieder dort, nachdem die 6. und letzte Apollo-Mission 1972 endete? In der Kennedy-Ära ist der Wunsch, das All zu beherrschen, sehr groß. Aber die technischen Hindernisse sind noch größer. So groß, dass einige Menschen glauben, die NASA habe die Mondlandung als eine Art Werbegag übertragen. Streng geheim heute? Sind die Aufnahmen von der Mondlandung echt? Im Kalten Krieg kämpfen die USA und die Sowjetunion um militärische und technische Überlegenheit. Aus dem Rüstungswettrennen mit Raketen erwächst zwischen den beiden Nationen ein Kampf um die Raumfahrt. 1961 demütigt die UdSSR Amerika, indem sie mit dem Kosmonauten Juri Gagarin den ersten Mann in den Weltraum schickt. Wenn Amerika seine Überlegenheit im All behaupten will, dann durch etwas wirklich Bedeutsames. 1976, 4 Jahre nachdem Apollo 17 die letzte Reise zum Mond gemacht hat, behauptet Bill Kaysing, ein technischer Redakteur, der Zugriff auf die Raumfahrtdokumente der NASA hat, dass die Mondlandungen ein Schwindel waren. In seinem Buch mit dem Titel »Wir waren nie auf dem Mond« rechnet Kaysing vor, dass die Chance auf eine erfolgreiche Mondlandung unter 0,0017% lag, weil der NASA die technischen Möglichkeiten für diese Mission fehlten. Marcus Allen, Verleger bei Nexus, teilt die Meinung von Kaysing, dass die Schwierigkeit nicht darin liege, den Mond zu erreichen, sondern Menschen dorthin zu bekommen. Dabei ist die größte Hürde der Van Allen-Strahlungsgürtel. Das ist eine Schicht aus geladenen Teilchen, die vom Magnetfeld der Erde an ihrem Platz gehalten werden. Um den Mond zu erreichen, müssten Apollo-Astronauten diesen Gürtel ohne jegliche Bleiabschirmung an ihrem Raumschiff passieren, was sie einer tödlichen Strahlenbelastung aussetzen würde. Aus diesem Grund wird vermutet, dass die Aufnahmen der Weltraummission der NASA komplett gestellt sind, dass die Mondlandung von 1969 und alle 5 weiteren eigentlich in einem riesigen Studio in Hollywood gefilmt worden sind, finanziert von Walt Disney. Eine gefakte Mondlandung wäre erheblich günstiger, als zu versuchen, Astronauten ins Weltall zu schicken. Und wenn die Aufnahmen überzeugend genug wären, dann würden sie Russland trotzdem auf die technischen Fähigkeiten Amerikas aufmerksam machen. Es wird sogar angedeutet, dass der berühmte Regisseur Stanley Kubrick hinter den Apollo-Missionen 11 und 12 gestanden haben soll. Während der Produktion seines Films 2001 Odyssee im Weltraum im Jahr 1968, also ein Jahr vor der ersten Mondlandung, wurde Kubrick angeblich heimlich von der NASA angefragt, bei den Weltraummissionen Regie zu führen und die fortschrittlichen Special Effects des Films zu nutzen, um die Mondlandschaft nachzubilden. Eine Analyse der Filmaufnahmen hat Skeptiker dazu gebracht, die Geschichte noch weiter anzufechten. Ihnen reicht ein Blick auf den Hintergrund der NASA-Fotos. Auf den Bildern der Mondlandschaft sind keine Sterne zu sehen, wo eigentlich Millionen von funkelnden Lichtern sein sollten. Die Flagge scheint sich durch einen leichten Luftzug zu bewegen, als sie in den Boden gesteckt wird, obwohl es auf dem Mond keinen Wind gibt. Und auf diesem Stein scheint der Buchstabe C geschrieben zu sein, was so wirkt, als wäre er von einem Set-Designer markiert worden. Angeblich wurden die Aufnahmen 2,5 mal langsamer abgespielt, um die Illusion von geringer Schwerkraft zu erzeugen. Wenn man die Geschwindigkeit des Films erhöht, scheinen die Astronauten sich bei normaler Erdanziehung zu bewegen. Auch wird vermutet, dass die Sprünge mit versteckten Drahtseilen ermöglicht wurden, die vor dem schwarzen Hintergrundvorhang nicht zu sehen waren. Skeptiker haben auch auf den Ort der Landung selbst hingewiesen. Es gibt keinen sichtbaren Krater unter der Mondfähre von der Wucht der Landung. Mit den Jahren stieg die Anzahl der Hinweise und so ist es nicht verwunderlich, dass zwischen 26% aller Amerikaner glauben, dass die Mondlandung ein Fake war. Aber auf jeden Beweis dafür, dass die Missionen inszeniert waren, kommen unzählige Gegenbeweise von Wissenschaftlern der NASA sowie Filmschaffenden, die die Theorie widerlegen. Die Mondaufklärungssonde LRO und andere Satelliten haben die Orte der Mondlandungen fotografisch eingefangen. Hunderte von unabhängigen Wissenschaftlern und Geologen haben die Gesteinsproben von den Apollo-Missionen analysiert und bestätigt, dass es sich um Sediment vom Mond handelt. Als wir dann die Leiter hinabstiegen, stellten wir fest, dass es wie die Mondschwerkraftsimulation war, die wir auf der Erde gemacht hatten.
Und zu den Zweifeln an den Filmaufnahmen erklärt Filmemacher S.G. Collins, dass die Kameratechnologie, die man bräuchte, um eine Mondlandung zu simulieren, in den 60ern einfach noch nicht existiert hätte. Und zur wehenden Flagge, sie wurde einfach erschüttert, als sie in den Boden gerammt wurde. Kaum zu glauben, aber Mitte des 20. Jahrhunderts war es tatsächlich einfacher, einen Menschen zum Mond zu schicken, als eine Übertragung von einer Weltraummission zu faken. Und wie immer bleibt uns die Wahrheit verborgen. Falls die Amis tatsächlich auf dem Mond waren, können wir uns sicher sein, dass sie auch wirklich die Ersten waren. Es gibt tatsächlich auch die Theorie, dass Russland als erste Nation den Mond betreten hat. Dieses Video habe ich euch hier verlinkt. Viel Spaß beim Ansehen!